Werwolf ist es mittlerweile bekannt, dass wir diese süßen kleinen Tierchen fangen können. Aber in meiner heutigen Challenge fange ich nur Menschen. Und mit ihnen zusammen will ich den ersten Endboss besiegen. Mal sehen, ob ich das schaffe, denn ich fange mit dem Startermensch hier an und gehe direkt rein. Von dem Kollegen hole ich mir Holz. Das ist eigentlich ganz witzig. Er hilft mir jetzt. Und später will ich ihn einfach einsammeln. Ich darf Josef gar nicht einsammeln. Der gehört ja gar nicht zu Squad. Also ich darf ihn ja nicht einsammeln, weil er ist kein Mensch. Das Video entstand während eines Twitch-Livestreams. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich hole mir jetzt erstmal hier die Grundtools ran. Spitzhacke habe ich ja jetzt. Und bam, fertig ist sie. Eine Holzachs crafte ich. Und ohne Perl wird das ein bisschen lange brauchen, hier alles selber zu machen. Ich will jetzt hier den Baum einmal wegklappen. Dann mache ich mir noch einen Knüppel. Und dann versuche ich mal noch was. Den Knüppel crafte ich jetzt hier. Guck mal, zack, zack. Wir haben da unten nämlich einen Lärmball. Und den Lärmball werde ich jetzt einmal freundlichst darum bitten, mir seine Wolle zu geben. Sieht man nicht, wie freundlich ich darum gebettet habe. Ja, wie bespricht man das aus? Gebeten, gebittet. Josef, wünschst du mir viel Glück beim Bosskampf? Du kleiner Wichser. Okay, Josef, werd nicht gleich so frech, Mann. Das war nur eine Respektschelle. Ich will dir nichts anderes antun. Josef, jetzt mach nichts Unüberlegtes, okay? Josef, ich geh jetzt. Du gehst dahin, ich geh dahin. Josef! Test Nummer 1. Ich versuche jetzt hier den Expeditionsüberlebenden einzufangen. Deswegen, ich greife ihn jetzt an. Er hat zwar eine starke Waffe. Und Catch. 25%, komm schon. Ja? Ja! Ich habe meinen ersten Mensch gefangen. Warum freue ich mich so? Oh Gott, ich werde jetzt aber von der Miliz gejagt. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Ich muss abhauen. Mama, I'm a criminal. Beschütz mich. Sie kämpft jetzt für mich. Ist das? Oh nein. Oh nein, wurde besiegt. Leben kriegt ihr mich nie, ihr Schweine. Er hat auf mich geschossen. Lass mich runter. Ich glaube, die verfolgen mich jetzt aber tatsächlich bis in uns Endliche. Deswegen habe ich jetzt meinen Plan. Guck mal, ich gehe kurz aus der Welt. Ah, jetzt sollte nämlich die Miliz weg sein, wenn ich hier wieder reinkomme. Ja, schau mal. Okay. Ich bin ein freier Mann. Ich habe meinen ersten Mensch, wie man unten links sehen kann an diesem Symbol. Das ist ja einfach nur geil. Entschuldigen Sie, könnte ich ein bisschen Wolle ausleihen? Dankeschön. Und sie haben bestimmt auch noch ein bisschen was. Ah, sehr gut. Ach, guck mal. Die Cousins und Cousine. Ich kann keinen von denen sammeln. Wie gerne würde ich einen Dinossum sammeln? Der ist wahrscheinlich richtig gut für den Bosskampf. Aber ich kann ihn nicht fangen. Darf ich nicht, weil ich nur Menschen fangen darf. Ich slide erstmal hier runter. Hier unten ist der Veteran. Den will ich mir nämlich als nächstes einverleiben. Guck mal, wie unschuldig der da hockt. Boy, du wirst bald in eine Kugel reingepresst. Deine Knochen werden brechen. Entschuldigung. Jetzt warte mal. Das ist nämlich richtig asozial. Pass mal auf. Ich habe jetzt hier eine Schlingenfalle hingemacht. Und jetzt probiere ich was. Ich habe 6 Pausphären. Ich leibe mir jetzt erstmal den Veteran ein. Auf wegzurennen. Und jetzt fange ich ihn. Die Miliz ist hinter mir. Komm schon. Geh rein. 1. Nein. Oh. Tschüss. Komm schon. 1. Nochmal. Ja, okay, ich hab den nächsten Mensch. Und jetzt muss er hier mir nur in diese Schlinge reinfolgen. Komm schon, Miliz. Bevor du mich umbringst. Nein. 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 Jetzt ist mein kompletter Plan für ein Ass. Da kommt ja jetzt keiner mehr. Und mich stört es auch, dass ich jetzt hier so einen Hirsch nicht einfach holen kann und dann einen Sattel craften kann, um dann schneller zu reiten. Das heißt, ich muss jetzt in dieser Geschwindigkeit laufen. Was sehen denn meine entzündeten Augen da in 40 Meter Entfernung? Ja, wer bist denn du? Der kommt mir ja super gelegen. Ey, renn ich, chill. Ich brauche dich in meinem Team. Nein, nicht rennen. Zack, nochmal in den Rücken. Oh, schon 26%, das muss klappen. Einmal ja, nein, nicht rausgehen, auf weg zu rennen. Das sieht so dreist aus. Ey, jetzt bleib doch drin. Ich habe nur noch eine Pausphäre. Jetzt mach keinen Stress. Komm schon. Ja, das ist mein dritter Mensch, den ich gefangen habe. Der Besucher ist wieder gegangen. Ja, natürlich ist er gegangen. Das hier ist der Boss-Turm, wo Grisbolt drin ist. Das heißt, diesen Boss in diesem Turm werden wir zuerst bekämpfen. Beziehungsweise ist hier das Ziel für das Video. Oh, ich bin sehr gespannt. 3 Menschen habe ich, aber die sind natürlich super unterlevelt noch aktuell. Wir gehen jetzt hier mit dem Veteran rein. Oh mein Gott, er ist ready. Oh mein Gott. Hey. Nicht schießen. Okay, das ist vielleicht doch eine doofe Idee gewesen. Die haben nämlich Schusswaffen. Wenn ich einen von denen rauslocken könnte. Nur einen. Und hier der Schütze kommt doch. Oh mein Gott, die machen ja super viel Schaden. Oh mein Gott. Ey. Das ist einer der Rookies, super low. Bitte stirb jetzt nicht. Ich muss mein Zeug holen. Und jetzt fange ich ihn. 22%, das sollte doch reichen. Na, bleib drin. Bleib doch drin. Bleib. Bring ihn nicht um. Nein. Letzter. Digga, das ist ja unglaublich. Wo ist der andere Rookie? Oder ich nehme die Schützen. Ich habe nämlich gerade 2 Persphären bekommen. Oh, der ist verbuggt. Nice. Jetzt, komm schon. 22%. Bitte. Ja!
Ja, der ist richtig und wichtig gewesen. Nice. Wir haben jetzt einfach diesen Schützen. Er hat eine Waffe. Die sind mega stark, denke ich. Damit werden wir es schaffen. Der fahrende Händler ist wahrscheinlich am Uselessten. Deswegen würde ich den... Warte mal, ich kann den ansprechen. Moment mal, den kann man benutzen. Da kann man jetzt kaufen und verkaufen, obwohl der mir gehört. Das klingt absolut komisch, aber es ist halt so. Ich kann mit dem einfach handeln. Ich habe meinen eigenen Händler daheim. Ich glaube, ich kann die umbenennen. Hier, den Veteran nennen wir jetzt einfach mal Jimmy. Heißt der jetzt wirklich so? Der heißt wirklich Jimmy? Ey, yo, Jimmy. Ich kann mit ihm quatschen. Jimmy ist ein cooler Typ. Hier haben wir Hans. Hans, bringst du Flammenwerfer? We got to kill them all. Welches Gefühl wird bei euch vermittelt, wenn ihr drei Menschen für mich eine Statue aufbauen seht? Das ist so illegal. Und ich lieb alles daran. Herbert ist das beste Spiel. Och, guck mal, wie er schläft. Jimmy! Jimmy, was schläfst du? Jimmy, was schläfst du jetzt schon? Wie gerne würde ich ihn gerade eigentlich einsammeln, um als Reittier zu nutzen? Wie gerne würde ich das machen, aber ich darf nicht. Nur Menschen heute, auch wenn es komisch klingt, brauche aber doch ein gesamtes Team. Also noch drei weitere Menschen brauche ich sozusagen, die mit Schusswaffen hantieren. Ah, meine Schnellreise hier wieder hin und guck mal im Rookie-Dorf nach. Ob ich da nicht jetzt gleich nochmal jemanden abholen kann. Muss ich gleich zeigen. Ach, hier respawnt keiner. Ist das in der Singleplayer-Welt so, ja? Okay, doof. Guck mal, wenn ich jetzt den hier befreien würde, dann wäre die Challenge halt vorbei. Weil wenn man den befreit, bekommt man ihn nämlich ins Team. Da scheint noch ein Rookie-Lager zu... Nein, da unten ist ein Rookie-Lager. Oh Gott, die sind aber schon Level 10. Guck mal, ich misch mich da jetzt einfach ein. Der kriegt das eh gerade gar nicht mit. Oh, er hat's mitbekommen, er hat's mitbekommen. Komm schon, rein mit dir. 11%, das ist super niedrig. Was das? Oh, ich dachte gerade schon. Komm schon, nochmal. Nächster Versuch. Ich will dich. Komm, rein. Ich fange dich jetzt einfach. Egal, ob du es willst. Es hat funktioniert, ich habe ihn. Dann probiere ich den hier noch. Noch einen Schuss, komm. Und jetzt rein da. Oh, das war ein geiler Wurf. Bringt aber alles nichts, wenn es gut aussieht. Ich traue mich nicht darunter. Ey. Nein! Die Creamies hier haben alles ruiniert. Das sind eigentlich bloß die Rookies. Ich weiß nicht, ob die überhaupt so gut jetzt werden, um die zu fangen. Nein, ich will, dass du gefangen wirst. Den bringe ich jetzt einfach um. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich glaube, ich habe nämlich nicht so viele Bälle. Jetzt bleib doch drin. Nein! Ich schieße nicht, oh. Fangen. Ich habe noch 6 Bälle. Jetzt habe ich hier nochmal einen. Nicht jetzt! Nicht jetzt, Digga! Alter, bitte bleib drin. Ja! Ja, endlich! Okay, jetzt muss ich nur die zwei hier loswerden. Einer ist tot. Den zweiten will ich besiegen. Komm schon. Ja, nice. Also habe ich jetzt in meinem Team 2 Rookies dazu bekommen. Das ist spitze. Und dann gehen wir hier Richtung Rookie-Dorf. Da will ich mein kleines Team haben und dann schon in den Bosskampf einfach reingehen. Jimmy faulenzt. Jimmy! Oh, was haben wir hier? Habt ihr zufälligerweise noch einen Schützen? Ich brauche mal Unterstützung von Hans. Hans! Wieso schlägst du mit deinem... So, aufhören damit. Oh nein, Hans ist fast tot. Yoshi, schnell, besieg sie. Schießen nicht. Die sind alle useless. Ich dachte jetzt, die schießen, aber der kämpft ja nur so dämlich. Komm, den fange ich jetzt trotzdem. Ah ja, gut. Und er ist raus. Komm rein jetzt. Weißt du was? Der Schütze ist mir eh lieber. Stirb. Auch wenn er nicht schießen kann, was ich gerade mehr als so tragisch empfinde. Und rein mit dir. Ich habe keine Passwerden mehr. Was mache ich jetzt? Ich brauche doch nur noch einen von euch. Nein, 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 nein. Hier muss doch irgendwo einer rumliegen. Lass mich doch jetzt nicht in den Stich. Tut mir das nicht an. Wir bauen hier was. Wir bauen hier was. Das ist so dumm. Komm, eine. Eine. Das muss die eine jetzt sein. Komm schon, komm schon. Und zack. Komm schon, der muss jetzt drin sein. Verdammt. Ich muss ihn jetzt einfach umbringen. Er hat eine Persphäre gedroppt. Er auch. Das ist so frech. Mal, ich nehme mal ihn hier. Und ich bewerfe ihn mit einer Persphäre. Sollte doch mindestens funktionieren. Bleib drin. Ey, ich krieg die Krise, ich habe keine Pass-Fan mehr. Probier es hier nochmal mit dem Level 3er. Jetzt verarsch mich nicht, Digga. Jetzt verkaufe mich nicht. Nice. Endlich. Mein 5. Mensch fürs Team. Und damit wäre ich dann auch so weit, wenn ich ihn kurz mal noch ein bisschen hochlevel, dass ich zum Boss direkt gehe. Die letzten 27 Teilen werden hergestellt vor dem Bosskampf. Ich habe echt keine Ahnung, wie das auf jeden Fall ausgeht. Deswegen schreibt es jetzt in die Kommentare. Denkt ihr, mein menschliches Team wird es schaffen, den Bosskampf für sich zu gewinnen? Oder werden wir jetzt hier kläglich scheitern gleich? Da ist der Turm, also gehen wir direkt mal rein. Ich bin so gespannt. Für den Bosskampf habe ich 10 Minuten Zeit. Wir gehen rein und let's go. Und ich hole Hans raus direkt. Bam, er geht all in und dodge. Oh, ich hab's nicht gut gedodged. Lock on Laser, direkt weg. Ich schieße ihn ab. Hans kommt wieder raus, muss kämpfen, wird verfolgt. Hans, mach mal was. Hans macht weniger Schaden als ich, das ist ja unfassbar. Egal, Hans kann jetzt draufkloppen. 32 Schaden. Vielleicht bin ich auch zu früh in diesen Kampf reingegangen. Uah! Ich schaff das. Die ersten 1000 HP sind schon mal abgezogen worden, finde ich gut.
Schieß in die Luft, Bro. Schaffst das, Hans? Ich will Yoshi haben. Yoshi-Attacke. Oh, der macht mehr Schaden. Oh, ich hab den Boss verbuggt. Let's go. Reicht das zeitlich, wenn Yoshi so die ganze Zeit macht? Ich bin mir so unsicher. Alle 3 Sekunden macht der circa 40 Damage. Also nach 300 Sekunden ist dann 4000 Damage. Und 300 Sekunden entsprechen 5 Minuten. Das geht nicht auf. Muss wieder mitmachen. Ich habe das Gefühl, zeitlich klappt das nicht. Wir haben hier 22.000 HP und noch 4 Minuten 30 Sekunden. Ich bezweifle das wirklich sehr stark, dass wir das hinkriegen. Waffenbruch? Nein, nein. Jetzt schaffe ich es ja überhaupt nicht. Mein Bogen ist kaputt. Das schaffe ich ja gar nicht so. Vergiss es. 50 Sekunden und 17.000 HP. Also ich habe jetzt so ungefähr in der Zeit die Hälfte der HP auf jeden Fall abziehen können. Aber halt nur die Hälfte. Das ist super schlecht. Weißt du, wenn Yoshi seine Waffe nutzen würde, indem er piu 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 macht und nicht so dämlich darauf kloppt, dann würde das, glaube ich, auch funktionieren. Aber die Challenge ist verloren. 3, 2, 1 und Timeout. Ich habe es nicht geschafft. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich das nochmal versuchen soll, mit einer menschlichen Armee den ersten Boss zu besiegen. Ansonsten empfehle ich euch, dieses Video anzuschauen. Nochmal mehr Palworld-Content.